Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute, am Montag dem 13. Mai 2019, ja, negativer Wochenstart für den deutschen Aktienindex. Die Lage letztendlich hat sich erneut eingetrübt. China schlägt nun zurück im Handelskrieg Kampf mit den USA und natürlich das das Ganze belastet die Anleger sehr und ich betonte ja bereits am Freitag, ob eben diese Woche die Marke von 12.000 Punkten fallen wird, dass es da durchaus Potenzial für gäbe, wenn die Nachrichtenlage hier nicht sich letztendlich verbessern würde. Und mit einem Durchbruch eben der Marke von 12.000 Punkten gleich zwei Kursziele aktiviert werden würden, nämlich 11.50 und 11.57. 11.50 haben wir nun heute ja schon erfolgreich abgearbeitet und somit wurde das erste Kursziel erreicht. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich der Leitindex hier nun am Aufwärtstrend fällt, ob die Bullen hier für eine technische Erholung letztendlich versuchen zuzugreifen oder ob der Index tatsächlich dann noch weiter durchgereicht wird. Auch durchgereicht muss man sagen, wohl die Infineon-Aktie heute auch wieder einen Abschlag von 4,6%. Und Sie sehen es rückblickend, hat die Aktie hier zwischen mehr als 4 Euro verloren. Kräftiger Kurssturz also, aber wir sehen auch hier jetzt eine ganz interessante Kurskonsolation, nämlich Test des Aufwärtstrends. Potenzielle Umkehr wäre gar nicht mal so uninteressant, man könnte auch hier recht eng absichern mit einem Stopp unterhalb von 17 Euro beispielsweise und dann wäre wiederum Platz bis Richtung 19 Euro, aber eben auch nur, wenn sich die Aktie entsprechend stabilisiert, denn natürlich der Trend ist ganz klar abwärts orientiert und somit gilt es auch hier entsprechend vorsichtig zu agieren. Es bleibt spannend und ich glaube uns steht ja eine weiterhin volatile Börsenwoche bevor, schauen wir mal was entsprechend noch hier rund um Nachrichten dann auf die Börse ja vielleicht auch einschlägt, ob positiv oder negativ. Ich halte sie hier wie üblich auf dem Laufenden und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.